Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin der Johann Tropacher. Ich befinde mich jetzt im Headquarter von der Wallerwelt 2.0. In dem Video geht es wieder um das ABC der Montagen und der Rigs zum Wels und zum Wallerangeln. Diesmal sind wir beim Buchstaben L angelangt. L steht für Leader. Leader auf Deutsch Vorfach. Ja, es geht die ganze Zeit um Vorfächer, wird sich jetzt denken, aber wie kann man sich selber Vorfächer bauen? Indem, dass man sich die Vorfächer einfach spleißt. Spleißen kennen viele sicher von euch aus dem Karpfensektor. Das funktioniert aber auch sehr gut im Wallersektor. Was man dafür braucht, ganz einfach, eine passende Spleißingschnur oder Schnüre, die was zum Spleißen geeignet sind. Da wäre einmal hier unsere Zeusline. Oder auch unsere Powerleader in 1,2 mm. Natürlich eine passende Splicing-Nadel. Ich habe immer zwei gleich am Stück, weil es sehr oft mit dem starken Material passieren kann, dass natürlich die Nadel einfach einmal abbricht. Jedoch haben die Splicing-Nadeln auf jeden Fall eine Berechtigung und auch einen Sinn. Denn wie gesagt, der Kopf ist leicht nach links gedreht, so in dem Fall jetzt da, und ist verschließbar und auch sehr klein und rund gehalten, dass man, wie gesagt, extrem fein durch die Schnur durchkommt und dass man das auch wirklich quasi diesen Tunneleffekt bekommt, dass dann auch wieder eben beim Zurückziehen schließt und auch wieder durch, also die Schnur in der Schnur durchkriegt wieder. Was man vorab natürlich auch gleich sagen muss, nicht jede Schnur ist spleißbar. Also das muss man schon auch abwiegen. Die Schnüre von uns, von Blackhead, sind es. Das habe ich getestet. Das habe ich auch in Verwendung. Und da möchte ich euch jetzt einfach mehrere Tipps geben, was man spleißen kann und für was die Leader ich in meinen Situationen auch selber baue. Man kann vieles spleißen, aber die wichtigsten Sachen wären einmal Fireball-System, das spleiße ich irrsinnig gerne, vor allem nicht jetzt nur die Hauptschnur oder der Lead auf dem Vorfach, sondern auch weiters noch an der Stinger, wenn ich mir hier bei dem Fireball-System noch einen weiteren Stinger mit Einzelhaken, Drilling oder auch ein Double Ghost Hook dazu bauen möchte, spleiße ich den. Weiters natürlich die ganzen Bearing Swivel, was wir haben, da gibt es die verschiedensten Formen. Ob ich das jetzt zum Blinkern verwende, zum Werfen oder auch für schnell adjustierbare Swivel, also die Karabiner von uns, wo vorne der Bearing Swivel angespleist ist oder auch unter anderem auf der anderen Seite zum Schnellwechseln für Blinkermontagen der Karabiner. Weiters kann man natürlich auch Bearing Swivel und die Uniclips spleißen. Die sind bei mir zum Beispiel in Verwendung, wenn ich mir selber Ausleger baue. Also, wie gesagt, dazwischen noch ein Auftriebskörper. Ist Geschmackssache. Man kann es natürlich knüpfen. Jedoch bei den Fireball-Systemen und beim vertikalen bin ich wieder froh, je weniger Gewirbel das ich habe, desto unauffälliger kann ich angeln und desto eher hoffe ich, dass natürlich auch ein Biss kommt, dass ich wirklich auch alles ausmerzen kann, was zum Ausmerzen und zum Verbessern ist. Wie ich die ganze Sache spleiße, das zeige ich euch jetzt anhand gleich einmal von einem ganz einfachen Beispiel. Ich habe jetzt einmal einen guten Meter abgeschnitten von unserer Powerleader und gehe jetzt einfach hier in die Mitte dieser Powerleader, und wenn ich jetzt in der Mitte dieser Powerleader drinnen bin, dann schiebe ich die ganz langsam einmal nach vor, dass ich wirklich so den Tunnel da habe. Und wenn ich im Tunnel drinnen bin, in der Mitte der Schnur, dann brauche ich da vorne nur leichten Druck ausüben, und ihr seht schon, mit der richtigen Splicing-Nadel und mit der richtigen Schnur geht die ganze Sache easy cheesy da auch zum Draufschieben. Ich nehme hier zum Beispiel einfach jetzt meinen Uniclip, fädel den ein,
fädel da noch einmal durch die gleiche Öse noch einmal durch, sodass ich wirklich die doppelte Sicherung habe. Dort, wo der Druck auf drauf kommt. So, ziehe das nachher wirklich da ganz ran an die Splicing-Nadel und nehme danach hier vorne ein gutes Stück, schau, dass das festgezogen ist, dass es auch wirklich hält. Schließe die Splicing-Nadel, feuchte es an und dann ziehe ich dieses eine Ende ganz vorsichtig durch diesen Tunnel, durch diesen entstandenen Tube. Also in der Schnur ziehe ich die andere Schnur da durch. So bekomme ich jetzt diesen Splicing-Effekt. Ziehe das hier raus, gebe die Splicing-Nadel weg. Ziehe an beiden Enden das einmal richtig stramm, dass ich da wirklich auch wieder den Effekt habe, dass das wirklich stramm gezogen ist, dass da keine Schlaufe da vorne entsteht. Und danach habt ihr die Möglichkeit, was ich sehr gerne mache, einfach das Überschüssige da ein bisschen wegschneiden. Ich ziehe das ein bisschen zurück, schneide das Überschüssige Leadcore weg und ziehe das einmal langsam straff und somit verschwindet das eine Leadcore im anderen. Und dadurch, wenn ich jetzt hier Druck ausübe, zieht sich natürlich der Tube zusammen und innen drinnen zieht sich die ganze Sache gegenseitig wieder straff und somit kann diese Schnur, auch wenn sie nass ist, niemals mehr rausrutschen. Ich habe am Anfang auch meine Bedenken gehabt vom Spleißen. Ich kenne das aus dem Karpfensektor. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht und das auch genauso beim Wels- und beim Wallerangeln. Bis jetzt hat das alles bombenfest gehalten. Ich habe da noch ein paar andere Sachen hier vorbereitet, wie zum Beispiel eine von der typischen Wurfmontage, Oldschool-Montage, wo ich direkt hier den Haken angespleist habe, direkt zu einem Bearing-Swivel oder auch unter anderem hier einfach einen Ausleger, einen Uniclip zu einem Bearing-Swivel. Den kann man jetzt natürlich auch noch länger machen, dann kann man hier vorne auch noch mit zwei Stoppern selber seinen Ausleger bauen. Vielleicht mache ich auch dazu mal ein Video, wie man sich selbst die Ausleger baut. Eine weitere Montage wäre hier zum Blinkerangeln eben ein Bearing Swivel, was man direkt eben in der Hauptschnur anklebt und hier einen Wirbel, einen Karabiner, also einen kugelgelagerten Wirbel mit Karabiner von uns, dass man schneller die Blinker, die Gummiköder auch wechseln kann. Und einer meiner wichtigsten und Lieblingsmontagen, was ich beim Spleißen mache, ist einfach das Fireball-System. Ihr seht, hier vorne habe ich jetzt eine Powerleader und hier habe ich auch noch einmal einen weiteren Haken hier für größere Köderfische, einen kleinen einzelnen Ghost Hook. Ist mir der jedoch zu lang, kann ich da zwei, dreimal drauf wirbeln und kann hier den auch wieder verkürzen. Auf jeden Fall habe ich hier auch immer meinen Angsthaken nachher bei etwas größeren Köderfischen und kann wieder dazu 100% darauf vertrauen, dass die ganze Sache da auch hält und habe hier nicht das Problem, dass ich hier wieder viel zu viel Gummi oder irgendwelche weiteren Schläuche hier verwende, sondern das so natürlich halte wie möglich. Und falls der Waller das wirklich einsaugt, habe ich hier auch die Möglichkeit, dass die ganze Sache da wirklich auch robust bleibt und du nicht dieses Problem hast, dass du irgendwie anhand von Maul oder irgendwas Scharfkantigen den Fisch verlierst. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch das L, das Leader, das Spleißen etwas näher bringen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, ein Abo freuen und es werden jetzt natürlich weitere Videos auch wieder folgen und wie ich immer so schön sage, bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus der Wallerwelt 2.0, euer Johann Tropacher, grüß euch.